Firewall-Fehler entdeckt. Bitte prüfen Sie. Okay, es war ja anscheinend egal. Hallo und herzlich willkommen bei Silicon Bread, euren YouTube-Kanal für super Gameplay, super Spiele und Top-Unterhaltung. Heute spielen wir das Spiel Torchlight 2. Mit dabei sind meine Kollegen, die ihr im Laufe des Spiels kennenlernen werdet. Ich gehe mal in die Charaktererstellung. Also, Leute, jetzt sagt's doch mal was, ey. Hallo. Hallo. Seid gegrüßt. Komm mal in die Charaktererstellung. PB, was hast du denn jetzt? Flugsteinmagier wahrscheinlich. Mein Name ist Pepelebi, ich bin der mächtige Feuermagier. Und habe anscheinend einen Sprachfehler. Was hast du denn? Ich will den Vagant haben. Darf ich den Vagant haben? Ja, nimm den Vagant. Ja, sehr freundlich. Also ich mache jetzt neue Partie, okay? Fixer. Ja, okay, ich muss das Charakter sehen. Sieht man jetzt gerade nicht. Warte mal, ich kann's mir zeigen. Hier oben. Gesicht. Gesicht, Haare und Haarfarbe. Und hier kann man würfeln. Und hier kann ich die. So weit komme ich leider nicht mit meiner Hand, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Aber da oben kann man auswählen. Kommt schon, so kommen die Beine. Hast du auch ein Tier? Okay. Dann nehme ich Ingenieur. Okay, dann nehme ich den Crazy Berserker. Und jetzt? Müsste irgendwo Silicon Bread zu finden sein. Oh, jetzt müssen. Sind das jetzt die Torchlight? Ja, die Torchlight-Dinge. Okay. Also ich heiße Pebelebi. Einfach P-E-B-E-L-E. Pebele. Ohne Doppel-E, so einfach wie einfach einen Nachbarn. Pebelebe. Genau. So, schaut's mal. Dummbrote. Müsste jetzt da sein. Dummbrote, ja! Firewall-Fehler entdeckt, bitte prüfen Sie. Okay, es war ja anscheinend egal. Wo ist jetzt bei euch Dummbrote? Ist bei mir jetzt gerade aufgetaucht. Bei mir nicht. Ah, jetzt! Okay. Ja. Boah, nice. Intro. Ich muss bisschen das Intro anschauen. Nee, ich kann die Verbindung nicht aufbauen. So. Firewall-Fehler entdeckt, bitte überprüft eure Firewall-Einstellungen. Kannst du nicht einfach 10-mal klicken und dann geht's? Ja, ich probier's gerade wieder. Okay, warte, das kann kurz dauern. Mhm. Okay, nice, ich bin da. Ne, ich glaube, wir müssen nochmal switchen. Nochmal switchen. Ja, weil der Marco nicht dazu stoßen kann. Nö. Okay. Dann mache ich mal einen Neustart, vielleicht hilft das. Umbrote. Try again. Jetzt steht mit der Firewall auch nicht mehr da. Okay, und los. Ja, auch wieder da. Nee, geht nicht. Oder soll ich mal die Partie erstellen? Ja, probier doch du mal. Du bist doch besserer Host. Stimmt, warum macht's eigentlich der PB mit dem schlechtesten Internet? Verbindung zum Host. Ach, das ist one, ja. Firewall-Fehler entdeckt, bitte überprüfen. Das stand vorhin auch da, aber ich bin rein, aber jetzt dauert's länger. Firewall-Fehler entdeckt, bitte überprüft eure Firewall-Einstellung. Dieser Fehler kommt ziemlich lange. Verbindungsaufbau, ich mache einfach so oft, bis es funktioniert. Verbindungsaufbau, fehlgeschlagen. Ja, bei mir auch. Alter. Was? Wie so eine kranke Firewall hat. Hast du es im Microsoft Defender eingetragen? Ja, ich habe es als neue Richtlinie eingetragen. Wollen wir es jetzt einfach bei jedem mal probieren? Jeder host jetzt mal. Ja, ich bin der Nächste. Okay, dann gehe ich wieder raus. Wie geht man denn raus? Ich mache eins auf. Wo macht man eins auf? Partie erstellen. Ich habe eine aufgemacht. Ja, same. So, ich helfe dir mal. Marco, schau mal. Dodge Leiter. Firewall. My contribution is that if you can get in a game before you get a notification, it works. The following ports are required for Torchlight 2 Multiplayer, PCB, UBB. Vielleicht sind die Ports nicht offen, das vielleicht, aber... Kannst einfach mal die Firewall ausschalten. Ja, ungern. Da passiert nichts. Sind die beiden Regeln da den Vorschlag bei Reddit schon gemacht? Mit der erweiterten Firewall-Einstellung und dann choose inbound rules and choose and activate all the Torchlight 2 names. Ja. Oh, es steht gerade nicht da. Steht kein Firewall wieder da? Ja. Kommt vorher doch aber. Leider. Ach, ne. Ja, jetzt ist er wieder da. Hast du das mal angeschaut, was ich geschickt habe, das Video? Okay. Das Ende vom Video ist einfach, dass er nach wie vor nicht reinkommt. Was? Ja. Geil. Überrangt. Einfach okay. Ein paar Klicks gut. Wähle ich jetzt einfach mal alle an. Ich kann nicht alle anwählen, ich muss jede fucking Datei einzeln als Regel reinmachen.
Nicht dein Ernst. Ja, aber das Lustige ist, nicht mal das hilft bei manchen. Die schreiben, ja, das, ich habe alles ausgemacht. Dass der vierte nie reinkommt. Ich glaube echt so, dass es so ist mit dem vierten Spieler. Ich habe das vorhin auch ein paar Mal gelesen, dass sie es immer nur zu dritt spielen konnten, nicht zu viert. Alter! Yeah, okay, ich gehe mal raus, Brie, du probierst mal. Ja, probier's mal. Alter, geh doch nicht raus! Ich gehe jetzt raus! Ich bleib bei dir, das ist warm. Und wenn ihr gleichzeitig auf Bestätigen klickt, dann kommt das Spiel durcheinander und dann vielleicht kommt sie rein. Das ist doch traurig, Alter. Warum? Aber das warum geht's denn jetzt auch? Ich weiß es nicht, Marco, stell keine Fragen. Ja, aber das ist doch, was ist denn jetzt? Dann muss es doch eine klare Lösung dafür geben, einfach. Geh jetzt rein, Baby. Tue ich, Verbindung zum Host, aber dauert schon zu lang, fehlgeschlagen. Aber dann ist es ja komm halt wieder rein. Ein Problem beim PB dann. Komm auch rein. Mach jetzt du eins auf, BB. Dann geh ich hier rein, BB, mal schauen, wenn es funktioniert, dann gehen wir beide raus und gehen zu Marco. Beitreten. Verbindung zum Host, Verbindung zum Host. Ich bin drin. Zu mir gerade. Also, jetzt gehst du raus, BB, und gehst zu Marco. Ich war auch. Du spielst einfach so lange, bis wir irgendwann zufällig zu viert drin sind. Ich bin auch beim PB drin. Jetzt ist aber keiner mehr drin. Fickt euch. Das ist ja so random. Oh! Oh! Ist das oh! Ein... Oh! So. Komm, mach mich nicht traurig. Sag doch nicht, und dann passiert nichts. Ja, ich weiß auch nicht, warum nichts passiert, aber es steht was Neues da. Steht damit Host verbunden, Verbindung zu Pierce und fehlgeschlagen. Ich geh mal raus. Nein, bleib da! Okay. Ja, aber das ist doch jetzt auch schon wieder strange, dass es so eine Nachricht weitergeht. Nee? Okay, ich habe noch einen Lösungsvorschlag. Ich habe meine Feuerwehr komplett ausgeschalten. Ich glaube, wir müssen die richtige Reihenfolge. Erst Andi, dann Marco wahrscheinlich und dann wir zwei. Also pass auf. Haben Sie noch irgendwelche Einstellungen oben? Schwierigkeit, alle Kämpfer geschützt, alle Partien. Dann bei meiner Stufe ausgewählt. Nee, nur bei meiner Stufe. Neustart. Ich probier's mal, ob ich beim Dadem reinkomme. Und ich bin drin! Ja, jetzt ich auch! Ich bin drin, Alter. Der Wadim ist der Heilsbringer. Ja, vorhin hat's auch eine Klamm im Bibi. Mit Horst verbunden, Verbindungsaufbau zu Pierce. Oh! Firewall viel entdeckt. Marco, geh mal raus, lass mal Bibi rein. Vielleicht hasst ihr euch. Ich will nicht mal rausgehen. Ich bin drin. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr zwei hasst euch. Ich starte jetzt nochmal kurz neu. Ich bin ja wieder da. Und lass mal zusammen in ein Spiel gehen, wo wir nicht auf der Freundesliste stehen. Alter, wenn jetzt der Fix ist, dann zerrt. Boah, dann raste ich aus. Achso, die kommen dann beide zu uns rein, obwohl ihr nicht in der Freundesliste seid. Ja, genau. Ja. Ich hab's offen. Jetzt kommen wir schon nicht nett rein. 3, 2, 1, BB, los. Und jetzt ich, los. Du bist verspätet, ey. Ich war schon 5 mal bei 0. Jetzt war es viel zu spät, Marco. Alle nehmen so diese Mühen auf sich und dann spielen wir so 2 Stunden. Also. Oh, so gut ist gar nicht. Ja, genau. Alles klar. Ich schau morgen mal. Läuft ja gut. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal nach einer anderen Spielung, oder? Damit. Vielen Dank fürs Zuschauen beim Let's Play Torchlight 2 im Co-op Multiplayer zu viert. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.